Diese zwei Damen, die jetzt kommen, die sind nicht funzlig, die strahlen immer. Es sind unsere lieben Putzfrauen und sie haben, glaube ich, ein kleines Problem. Was ist denn los? Dann nehme ich einfach den. Wie okay. Den? Nein, was? Wir suchen einen Mann. Oh, wow. Ja. Okay, hier steht der goldene Engel vom ADAC, aber ich bin nicht... hier, schau mal, 11 Prachtexemplare. Ich sag euch zwei. Eins. Was ganz für? Unter uns. Mit dem Outfit wird es schwierig heutzutage. Oh, ja, noch einmal. Ich hab's gleich gewusst. Ich bin vorbereitet. Aber, hä? Weißt du was? Was denn? Du guckst da oben nach einem. Ich gucke mal, was sie uns da unten angesetzt haben. Boah! Oje, oje, oje. Ich kann dir das eine sagen. Wie gesagt, du guckst da oben, weil mit dir mache ich das eh nicht mehr mit. Was heißt, du machst immer an mir rum? Mit dir finde ich keinen Mann. Was denn? Jedes Mal, das musst du dir vorstellen, jedes Mal, wenn wir in ein Lokal reinkommen, weißt du, da täten ein paar tolle Männer drin sitzen. Was machst du? Was denn? Holst sofort deine Lesebrille raus. Ja? Wieso sagst du das jetzt? Mein Gott, ist jedem gleich klar, dass wir zwei alte Schachtler sind, oder? Du weißt schon ganz genau, dass ich keine Speisekarte lesen kann ohne Lesebrille. Das ist doch egal, es gibt in jedem lokalen Schnitzel. Ja, bitte. Du, was glaubst du? Was machst du denn jetzt? Ich kann dir das eine sagen, ich chatte, weil ich glaube, so kommt man zum Mann. Du mit deiner Chatterei, das ist so neumodisch Zeug, das ist... Doris, das funktioniert, ich bin überzeugt davon. In diesem Ding da drin, in diesem Internet, da laufen alle tolle Typen drin rum. Ehrlich? Alle da drin, findest du draußen nicht mehr, alle hier. Außerdem kenne ich mich da nicht aus, das ist überhaupt nicht mein Ding. Wie, du kennst dich nicht aus? Ich habe das noch nie, ich kenne mich da nicht. Ehrlich? Ich kenne das nicht. Ich kenn das du, das ist gar kein Problem, ich habe nämlich für dich bereits ein Profil angelegt. Dein Pseudonym ist Chantal 23. Sag mal, wieso gibst du mir so einen unmöglichen Namen und wieso 23? Ah, weil schon 22 Chantals gegeben hat. Ja klar. Da hätte ich selber drauf gekommen. Ruf mich an. Hey, das ist nicht witzig. Mein Gott, du, da gibt sich ja jeder einen anderen Namen, ach weißt du? Ach so. Ja, wer bist noch du? Denise. Ja, wie viel? Die 90. Ah ja, klar. Ich bin die 23. Chantal, aber du bist die 90. Denise. Ja. Weißt du noch, Denise? Oh, schön, oh, ich bin Denise. Ja. Die Elfenkönigin. Oh. Von mir aus auch das. Und Plotter ist Chantal. Super. Ganz begeistert. Brauchst dich gar nicht so aufregen. Was? Bei mir hängt schon mehr Anbisse, bei dir war es eher ruhig. Was? Machst du mit den Typen schon die ganze Zeit rum auf meinen Namen oder was? Hallo? Sag mal so, ich kann es erklären. Na, fang an. Man muss ja da so ein bisschen was von sich preisgeben. Irgendwann habe ich mich dann als Denise äußerliche Wänge verändert. Okay. Nicht arg, bloß ein bisschen. Das heißt? Ich habe reingeschrieben, dass ich eine sehr durchtrainierte Figur habe. Okay. Du, und dann habe ich mal in der Statistik gelesen, dass blonde, blauäugige Frauen die meiste Zugriff haben. Okay. Das heißt, du bist blond, blauäugig und durchtrainiert? Ja. Cool. Was bin auch ich? Ja gut, das musst du zugeben, das wäre doch so mäßig blöd, wenn du genauso aussehst wie ich, oder? Ja, das wär schon blöd, ja. Ja, das ist doch... Schreibt dran, guck mal. Ein Romantiker. Oh ja, er geht gerne spazieren. Das ist ein Langweiler. Das ist ein Langweiler, wie kein Langweiler. Was Langweiler habe ich gehabt. Ja. Mein Dieter war ein Langweiler. Der war so langweilig, das war der. Ja. Ehrlich, das war der König aller Lellebäppels. Wisst ihr, was ein Lellebäppel ist? So ein Antriebsloser. So ein. Ehrlich, der war so langweilig, wenn du mit dem Monopoly gespielt hast, hat er in der zweiten Runde Hartz IV beantragt. Ja. Ehrlich. Das ist doch alles. Das ist doch alles bla 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 bla. Weißt, die sind doch alle nicht ehrlich. Die geben doch alle bloß an da drin. Das, die sind auch nicht ehrlich, weißt. Und irgendwo, weißt, ich denke immer, weißt, ich möchte jetzt endlich mal wieder einen Mann. Ja. Weißt, man hat in unserem Alter einfach auch Gefühle. Ja.
Ja, weißt du, ich stelle mir das immer vor, wie schön dass das wäre. Ja. Weißt du, wenn ich heimkomme, Dad, und der Mann, Dad, auf dich wartet. Ja. Weißt du, Dad, ich in den Arm nehme. Küssen. Ja. Liebevolle Worte ins Ohr flüstern. Ich schwör dir, du wärst im falschen Haus. Ja, danke. Aber wir machen das falsch, wir müssen es richtig angreifen. Petra, wir müssen es richtig angreifen. Weißt, was heißt denn richtig? Das ist doch Quatsch, was wir da machen. Guck mal, Musiker zum Beispiel, die Jungs da. Ja, die haben gleich Mädchen, ja, gell? Denen laufen die Weiber reihenweise nach. Wir müssen auch was mit Musik machen. Oh, ich kann aber keine Musik machen. Hey, hör drauf, du bist auch ein Rampenzau, oder aber nicht? Aber ich kann trotzdem keine Musik machen. Das ist doch egal. Dann tust du so, als ob wir sind im Fernsehen, das merkt ja keiner. Komm, machen wir. Wenn wir das probieren, dann komm. Wie hast du gesagt? Was bin ich? Du bist blond, blauäugig. Ja, blond, blauäugig. Du. Das probieren wir jetzt. Jungs, machen dir mit. Ja, klar. Also, kurze Verkleidung. Mein lieber Mann, du. Schon besser, oder? Hallo! Miteinander! Ich wollte schon immer blond sein. Du. Aber ein bisschen Instrument brauchen wir auch. Hinter uns was. Dass wir wenigstens so durchgehen. Also bringt uns was, komm. Ist das nicht heiß? Dankeschön. Muah. Süß, gell? Bist du so weit? Da ist ein Holzfäller. Ja. Bist du soweit? Ja. Bist du sicher? Was hast du denn da vor? Er denkt, wir singen, du willst schon in der Stange tanzen oder was? Zurück, zurück, zurück. Mehr, 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 mehr. So. Also, sind wir soweit? A one! Das ist doch scheiße, das ist doch. So, sind wir soweit? Also, a one, a two, a one, two, three, four. Stopp. Hallo, Gitarre. Jetzt gucken wir zu, ich kann es. Heide, Wetter. Hast du es jetzt? Blamier mich nicht. Also, jetzt. A one, a two, a one, two, three, four. Hey, Süße, schau mich an, so. Das gab's doch nie. Wenn ich dir in die Augen schau, dann ist das wie Magie. Steh auf und sieh mich an, ich bin die Sünde in Person. Schwabenmädels, oh ja, sind die schönsten der Nation. Schwabenmädels sind die schönsten der Nation. Schau her, der heiße Typ da, der ist wohl auch allein. Ein Mann, genau das, was ich such. Der könnte rein vom Äußeren ein Casanova sein. Ein Mannsbild, wie aus dem Bilderbuch. Da-ba-da-ba-da-ba-da-ba. Hey Süße, schau mich an, sowas wie mich, das gab doch nie. Wenn ich dir in die Augen schau, dann ist das wie Magie. Steh auf und sieh mich an, ich bin die Sünde in Person. Schwabenmädels, ja, sind die schönsten der Nation. Schwabenmädels, sind die schönsten der Nation. Kein Blatt vor den Mund und das ist auch gut so. Das behaupten zumindest Doris Reichenauer und Petra Binder. Sie sind Duido und Desel. Kugelones! Duido und Desel! Friedrichshafen! Gigi.
Das Schöbenmädchen von Seite 1, das will ich haben.